Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm Connections. Im letzten Part haben wir die letzten Kiseki gesammelt und sind jetzt... Warte mal. Die Erinnerungs-Kiseki von Naruto, muss ich dazu sagen. Sonst denkt man, wir sind ein Part wieder zurück. Ein paar. Genau, und jetzt geht's weiter mit Geschichtsveränderung. Erinnerungen sammeln abgeschlossen. Ja, Mann, ich hab richtig Bock. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Story weitergeht. Ich glaube, das sage ich jeden Scheiß-Part, aber es ist geil. Es ist einfach geil. Ich fieber richtig mit. Da ist Burrito endlich wieder. Machen wir weiter. Okay, nein. Hä? Wie noch weiter? Ich dachte, wir sind fertig. Ich wurde geprankt. Der Ninja-Krieg wurde durch Obitos Kriegserklärung ausgelöst und stand kurz vor seinem Höhepunkt. Ich dachte, wir sind durch. Die Shinobi-Allianz stand hinter Naruto. Madara kämpfte an der Seite von Obito. So entwickelte sich der Kampf zu einem wahrhaftigen Chaos. Okay, scheinbar gibt es da noch ein paar Kämpfe. Es wurde äußerst schwierig, die vereinten Kräfte von Obito und Madara zurückzudrängen. Schließlich wurde der Zehnschwänzige ins Leben gerufen und Obito nahm seine Macht an. Oh nein. Oh Mann, danach sollten sie ja eigentlich erledigt sein. Gerade als sie Naruto in die Enge getrieben hatten, tauchte ein gewisser Ninja auf. Oh mein Gott! Der Wende im Kampf herbeiführte. Minato! Sein Name war... Nein! Sasuke. Sasuke? Okay, jetzt spielen wir den Kampf. Hä? Okay, alles klar, besiege Obito. Anführerwechsel nicht möglich, dann gibt's jetzt wieder... Klatschen! Oh yeah! Gib mir meine Erinnerung! Ja! Super kleine Bischu-Bombe! Also klein würde ich nicht behaupten, aber okay. Ja! Du hast keine Chance! Super! Angriff! Oh nein! Easy! Die Kraft des Zehnschwänzigen ist der des Rekudo-Sennens eben. Oha! Unter normalen Umständen. Kleine Bijou-Bombe! Hä? Lol. Aber wenn es irgendjemand ist schon geil. In der Welt gegeben hätte, der es damals hätte schaffen können, dann Naruto und Sasuke. Oha, ich kann doch einfach so Bomben machen. Oh. Das wird echt immer heftiger. Boruto fiebert richtig mit, das ist richtig geil. Oh, jetzt denn das! Bijou-Planeten-Rasen-Shuriken! Yeah, los, Kurama! Pew! Bam! Ich kenne schon, der hatte mehr Damage genommen. Ey, dieses Sammeln macht immer noch so viel Bock, ne? Ah! Bijou-Bombe! Hallo? Oh, verdammt! Aha! Yeah! Und tschüss. Bijou Bombe! Okay. Ja, stirb! Das war's. Hinata, die ihn rettete. Weg mit dir. Sehr gut. Und damit haben wir die erste Erinnerung geholt. Geil. Ihr gemeinsamer Widerstand. Drei Kämpfe noch. Worte waren dazu imstande, Obitos Herz Stück für Stück zu erweichen. Schließlich wurde Obito die Macht entzogen und die Shinobi-Allianz brach in Jubel aus. Die Freude währte aber nur kurz. Madara hatte die Macht des Zehnschwänzigen absorbiert und wurde zum zweiten Rikudo Sennen. Ja, moin. Von nun an besaß er überwältigende Kräfte. Die Ninjas kämpften weiter. Von Verzweiflung getrieben. Dieser Moment. Doch ihre Lage war vollkommen aussichtslos. Sie verloren einen Soldaten nach dem anderen. Gerade als es für sie auf dem Schlachtfeld düster und hoffnungslos aussah, stellten sich zwei Ninjas Madara entgegen. Schon wieder? Natürlich ist die Rede von Naruto und Sasuke. Sie waren mit Sicherheit die einzigen, die eine Chance hatten, es erfolgreich mit Madara aufzunehmen. Und somit geht's jetzt weiter. Besiege Madara. Mit dem Hilfsjutsu zweimal treffen. Okay. Du kannst
Jetzt haben wir den Modi. Junge. Und nix, Chidori. Boah. Was ist denn hier los? Na, ja, okay, ich treffe halt einfach nicht. Aber Madara hat keine Chance. Guckt euch das an. So. Na, das gibt's ja nicht. Ah, Bijouplan, Rasenschuriken ist trotzdem noch da. In der Tat, beiden wurden von Madara tödliche Wunden zugefügt. Groß! Ey, das kann nicht sein. Sind sie beide gestorben? Quasi. Nicht ganz. Sie standen nur an der Schwelle zu. Ey, das kann nicht sein. Sasuke, trifft doch mal. Ist das dein Ernst? Wie kann er das geschafft haben? Ich verstehe das nicht. Nein! Ah, jetzt mach dich ab! Oh. Also auch wenn wir jetzt leider mit Sasuke zweimal nicht treffen konnten, egal. Bart! Und tschüss, Mann. Wie stark war dieser Madara Uchiha denn genau? Sehr gut. Okay, jetzt müsste Kaguya kommen und danach Momoshiki, wenn ich richtig liege. Nach einem langen, erbitterten Kampf gelang es Naruto und Sasuke, Madara in Schach zu halten. Doch Madara weigerte sich aufzugeben. Er nutzte die Lage zu seinem Vorteil und führte schließlich das endlose Tsukuyomi herbei. Oh Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein! Die Ninja-Welt wurde in sein Traumreich gezogen. Nur Naruto und ein paar andere blieben zurück. Der vierte große Ninja-Krieg war zu Ende und Madara siegreich. So dachte man. So dachte man? Oh, Kaguya. Besiege Kaguya! Anführerwechsel nicht möglich! Und die verbundene Geheimtechnik muss einmal treffen. Sasuke! Sakura! Ja, konzentriert auf der Chakra, ist mir doch egal. Mach dich ab! Ja! Der schlechteste Endgegner einer Serie! Ja! Hasengöttin? Ja, klar. Tschüss! So. Oh mein Gott. Hä? Nimm das! Was? Als ob. Ey, das gibt's nicht. Jetzt! Mit dem Rücken zu uns! Macht sie fertig! Oh yeah! Geil! Ja, Mann. Yes! Er nutzte das endlose Tsukuyomi. Sehr gut. Nötige Chakra für die Wiederbelebung zu erlangen. Nimm das, Kaguya! Auf dich wegzuporten, du feiges Huhn! Sehr gut. Last one. Boah, sehen wir jetzt Szenen von Momoshiki und so? Oh, bitte. Es war ein Krieg weltbewegenden Ausmaßes. Des erbitterten Kampfes von Naruto und Sasuke und der Hilfe ihrer Gefährten überstanden sie viele Widrigkeiten. Und Kaguya wurde aufs Neue versiegelt. Sehr gut. Sie haben also die wahre Verantwortliche besiegt? Endete es damit? Keineswegs. Denn da war noch immer die Verbundenheit zwischen zwei alten. Ach nee, wir machen. Ach so, der letzte eine Fight. Freundschaft, die in keinster Weise unter macht einem Sinn. Guten Stern stand. Ja, okay, das macht Sinn. Zwischen Naruto und Sasuke und ihr endgültiges Schicksal. Das ergibt irgendwie Sinn, denke ich.
Bis zu diesem Zeitpunkt gab es für sie nur den Konflikt. Abgesehen davon gab es nichts. Nichts und wieder nichts. Nichts außer Narben, die alles zwischen Himmel und Erde zeichneten, voller gequälter Schreie und bitterer Ablehnung. Und dann... Hä, hey, als ob wir das jetzt spielen müssen. Besiege Sasuke, Geheimtechnik oder Wachen nicht einsetzbar. 15 Treffer-Kombo ausführen. Okay. Aber der halbe Fight ist ja schon vorbei. Ich will dir jetzt endlich ein Ende machen. Okay. Deine Verbindung zu mir wirst du aber nicht beenden können. Lass mich endlich mit deinen Verbindungen. Niemals. Verbindungen machen diese Welt nur schmerzhaft. Je stärker die Verbindung ist, desto mehr quält sie mich. Alter, Sasuke, du Armer. Zack, 15 Treffer-Kombo. Riesen, Ultra Rasengan. Yes. Hat er dann am Ende etwa Sasuke gegenüber? Es ist Schicksal. Anders kann man es nicht nennen. Ja, Schicksal. Sasuke war versessen auf ein einziges Ziel. Und er kämpft dafür. Oh mein Gott, Rasengan hat verkackt. Aber Papa weigerte sich noch immer, ihn aufzugeben. Nimm das, Rasengan! Nimm das, Ultra Rasengan! Ich kann nur Rasengans, ich schwöre. Naruto folgte fleißig dem Ninja, indem er anderen Unterstützung gab und die Hilfe anderer annahm. Er baute Verbindungen zu Freunden auf und schützte. Ich weiß nicht, soll ich reden, soll ich nicht reden? Egal, ich mach's nicht fertig! Ultra Rasengan! Das war's! Bam! Oh yeah! Easy. Hä? Und das war's. Wir haben's! Das letzte Kiseki mit den Erinnerungen von Naruto! Sehr stark! Ey, wir haben ein S. Krass. Sie endlich! Sehen beide ziemlich fertig aus. Aber was passiert nun? Was passiert zum Schluss? Der alles entscheidende Kampf neigte sich seinem Ende zu. Beide hatten ihre Kräfte aufs Äußerste strapaziert und sanken nun erschöpft zu Boden. Und dann teilten sie sich endlich gegenseitig mit, was sie wirklich fühlten. Trotz allem, was geschehen war, blieben Narutos Absichten, die immer ehrenvoll und gut waren, unverändert. Nichts konnte die endlose Liebe zu seinem Freund entkräften, und dieser Umstand sollte Sasukes hartes Herz letztendlich erweichen. Sehr gut. Endlich akzeptierte Sasuke Naruto als seinen Freund. Yeah! Best friends Sasuke forever! Hat sich endlich geändert? Also, sind die zwei, die ich heute kenne, sind das... Oh Gott, was mit dem Mikro? Hilfe! Zu erklären. Tut mir leid, Rant von User. Was dein Vater Naruto erreicht hat, ist heute in deinem Dorf deutlich sichtbar. Die Ninja-Geschichte geht weiter und Naruto bleibt an der Spitze. So. Sehr gut. Und damit haben wir alle Erinnerungen gesammelt. Jetzt dann doch. Ich dachte im letzten Part schon, aber nee. Es ist noch heller als zuvor. Jetzt ist es soweit. Gut. Oh, das heißt, wir kriegen auch die finale Erinnerung von unserer lieben Nanashi. Gut gemacht. Du hast sicher viel gesehen, als du den what the hell, warum macht das so Geräusche? Ich dachte, ich wüsste alles über ihn. Aber nö. Ich kenne gerade mal die Spitze des Eisbergs. Es ist, merkst du selbst, ne? Als sei. Also, mein Papa war. Mann, war er cool. Sein Leben hatte große Auswirkungen auf die Geschichte. Darum ist er auch der Schlüssel, um die Erinnerungen der Ninja-Welt zurückzuholen.
Ist das Nanashis? Die vierte Erinnerung ist erschienen. Oh, aber sie ist anders. Sie ist anders als die restlichen. Wie meinst du das? Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Du wirst nachsehen müssen. Los, Boruto, guck nach! Hikari? Hä? Oh nein. Ja. Die Ninja-Welt mag noch im Dunkel liegen. Aber ich will, dass dieses Kind im Licht wandelt. Deswegen Hikari, für Licht. Nein, eigentlich ist der Name Hikari. Das ist ein guter Name, oder? Hikari? Oh mein Gott. Alter, er hat nur einen kleinen Ausstieg gesehen. Oshia. Das ist ihr eigentlicher Name. Damn! Wenn du sie jetzt damit konfrontierst. Nennt sie sich dann Nanashi? Nein, weil das der Name ist, mit dem sie aber die meisten Hass verbindet, da wahrscheinlich. Ihre Eltern verlor und als Werkzeug des Krieges ausgenutzt wurde, war ihr Herz gebrochen und sie erhielt einen neuen Namen. Das ist wie mit Tobi und Obito. Nanashi bedeutet eine ohne Namen. Das war der neue Name, den sie erhielt. Nachdem sie das Leben einer Marionette gelebt hatte, war ein Name wohl nicht so wichtig. Macht Sinn. Was? Verdammt! Das macht mich so wütend! Dann holen wir sie zurück. Sie führte ein ausweglos Leben im Schatten und hatte keine Zukunft vor sich. Ey, dann ändern wir das. Und nun steuert die Ninja-Welt auf einen ähnlich düsteren Pfad zu. Das können wir nicht zulassen. Einen kalten, dunklen Weg ohne jegliches Licht. Dabei sollte sie doch das Licht sein. Nein. Das lasse ich nicht zu. Gut so. Dafür sind Erinnerungen da. Die von dir gesammelten Erinnerungen Narutos werden die Welt erhellen. Let's go! Jetzt werden wir dafür sorgen, dass die Ninja-Welt wieder wird, wie sie einst war. Ja. Ey, mach keinen Scheiß jetzt damit. Aber Toneri scheint ein richtiger Ehrenmann zu sein. Durch Naruto Uzumakis Erinnerungen fließt und verteilt euch im Meer der Erinnerung. Erinnerungen erwacht hier und jetzt zum Leben. Yes! Das sieht gut aus. Jawohl, es ragen! Geil! Weiter zur nächsten Episode! Yes, fight! Er muss zu sich kommen. Junge Sasuke, du kämpfst so gut. Oha! Stark. Nein! Warte, was? Jetzt müssen wir wieder kämpfen? Okay, alles klar, kein Problem. So, also irgendwer hatte sich Sasuke aus Boruto gewünscht. Hier haben wir ihn. Der Wunsch wurde sogar vom Spiel selber erfüllt. Let's go. Let's go! Ja! Naruto, jetzt fang dich mal! Chidori! Das Ende der von dir aufgebauten Ninja-Welt. Du wolltest schon so lange Hokage werden. Seit du ein Kind geil bist, du würdest dein... Ha! Shidori! Das lasse ich nicht zu. Genau. Wir lassen das nicht zu. Ich habe mich auch einmal aufgehalten. Jetzt riskiere ich mein Leben, um sehr gut aufzuhalten. Du bist 10. Yes! Los geht's. Das war's. Dramatic Finish! Verbrenne! Oh mein Gott. Wie nervig.
Hä? Warum ist das das Bild? Wie nervig. Geil. So, ich hoffe, du bist jetzt wieder klar bei Sinn, nachdem du so ein paar Meteoriten gegen den Schädel gekriegt hast. Meine Güte. Den Dickkopf muss man aber auch gut durchschütteln. Wieso stellst du dich mir in den Weg? Das ist wirklich lästig. Was soll das? Aber was? Was bist du? Was zur Hölle? Oh mein Gott! Wir sind Freunde! Jetzt kommt die Szene. Was willst du? Was willst du erreichen? Diese umgekehrten Rollen. Bist du so besessen von mir? So gut. Weil wir Freunde sind. Warum bist du so versessen darauf, an mich gebunden zu bleiben? Weil wir Freunde sind. Geil. Sag es. Du Versager. Let's go. Sag mir eins. Was bist du? Stehst du noch immer unter der Kontrolle dieses Niemandsmärz? Geil. Oder? Das habe ich dir doch schon ein paar Mal gesagt. Ich bin dein Freund. Echt jetzt? Jawohl! Und jetzt hören endlich alle auf zu kämpfen, Alter. Ich bin endlich zurück. Sehr gut. Boruto. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Aber es sind trotzdem viele Opfer passiert. Wie unnötig. Was habe ich getan? Bist du wieder normal? Was sagst du da? Wieso kämpfen die denn nicht? Was ist hier noch los? Ja, die haben keinen Bock mehr. Unmöglich. Es lief doch alles nach Plan. Wieso funktioniert die Gedankenkontrolle auf einmal nicht mehr? Oh, vielleicht, weil sie Erinnerungen wieder haben. Nashi, warst du das? Ich habe nichts gemacht. Wirklich? Du hast nicht plötzlich Mitleid mit dem Jungen bekommen? Alter. Kein bisschen. Was? Nicht wichtig. Selbst ohne wird Zero noch immer die Oberhand haben, solange ich am Leben bin. Ja, aber weißt du, was es gekostet hat, so weit zu kommen? Konzentrier dich einfach auf deine Umgebung. Was? Mehrere Konoha-Ninjas in unmittelbarer Nähe entdeckt. Oh oh. Sie haben uns bereits geortet. Wie ist das möglich? Sie sind töricht, aber nicht dumm. Sie wissen, dass wir hier draußen sind und haben uns gesucht. Was? Aber wie? Es gibt doch nur flüchtige Informationen über Zero, wenn... Vielleicht sind sie so gut wie du. So gut wie ich? Könnte es Katasuke-Sensei sein? Wie auch immer, fangt jeden ab, der sich dem Versteck nähert. Los. Oh, jetzt geht's los. Alles läuft aus dem Ruder. Wie konnte das passieren?
Die Sache wird interessant. Junge, er chillt trotzdem noch seine Ex so. What the hell? Mann, du hast alles gegeben, oder? Du doch auch. Aber wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Es ist noch nicht vorbei. Ja, ich weiß. Fertig? Ja. Oh yeah. Okay. Der Kampf zweier Titanen. Abgeschlossen. Weiter zur nächsten Episode? Ja, wir haben noch fünf Minütchen. Kommen wir mal reingucken hier. Oh, Toneri. Wir konnten die Erinnerungen wiederbeleben. Jetzt ist wieder alles normal in der Ninja-Welt. Oh, zum Glück. Sag mir, was willst du jetzt machen? Hä? Nochmal? Das... Nanashi Ushias Erinnerung. Ich dachte, es gäbe keine mehr. Das dachte ich auch. Komisch. Oh mein Gott. Jetzt sehen wir das Kannst aus ihrer Sicht. Kannst du mir einfach sagen, was Anfänger tun sollten? Wer ist der Kerl? Oh, nur ein Kind. Man wird leicht mit ihnen fertig, wenn man so gut erkennt, was sie denken. Aha, oh mein Gott, sie konnte die ganze Zeit Boruto sehen. Kinder wie ihn ganz einfach das Handbuch lesen oder so. Ja, Bruder, das hat nicht funktioniert. Ach, komm schon, sag es mir einfach. Du weißt doch genau, was auf Seite 13 steht. Geil. Er ist so aufdringlich. Nanashi! Er spricht wieder mit mir. Hast du gesehen, was ich gerade gemacht habe? Was ist so toll daran, mit mir zu sprechen? Oh mein Gott. Hey! Da ist er wieder. Ich denke, ich kann etwas Zeit mit ihm verbringen. Oh, sie öffnet sich langsam. Aber willst du denn keinen Spaß haben? Was ist das? Was ist das? Willst du mich verlieren? Was? Keine Sorge. Es ist überhaupt nicht so, wie du denkst. Ich will mich mit dir anfreunden. Was hat er nur? Was ist das der, hast du Alter? Vorhin gesagt, aber die ist richtig geschädigt. Ich dachte nicht, dass du das ernst meinst. Ich dachte, du willst das nicht. Er hat recht. Wieso habe ich ihm aus eigenem Antrieb geholfen? Na, ja, weil er immer weitermacht und nicht locker lässt. Du hast mich endlich bei meinem Namen genannt. Er hat es bemerkt. Und es ist gar nicht so komisch. Was ist los? Mir kannst du's erzählen. Wir sind Freunde. Freunde? Hat er mich gerade wirklich seinen Freund genannt? Oh, das ist schön. Ich so. Komm schon, ich versuche doch nur, dich aufzuheitern. Tut mir leid, Boruto. Ich kann den Ninjas nicht verzeihen. Je länger ich darüber nachdenke, desto stärker kommt dieses dunkle Gefühl in mir hoch. Aber ich will Boruto retten. Es tut weh. Oh, okay. Sie mag ihn wirklich. Das heißt, sie wollte nicht gegen dich kämpfen, Bruder. Dass du weißt, was du jetzt zu tun hast. Wusste ich's doch. Jetzt wird die Waifu gerettet. Ich wusste einfach, dass sie keine von den Bösen ist. Nanashi hat eine düstere Vergangenheit. Sie wurde nie als Mensch behandelt. Ich bin sicher, sie hat sich gefreut, dass du ihr die Hand gereicht hast. Ah, er hat es auch gesehen. Ja, macht Sinn. Sie war allerdings auch eine Gefangene ihres eigenen Hasses. Offenbar war sie innerlich zerrissen. Boruto, ich frage dich noch einmal. Was hast du jetzt vor? Ist doch sonnenklar.
Ich werde nochmal mit ihr reden. Oh yeah! Selbst wenn sie dir nicht zuhören will, es könnte schwierig werden. Egal! Er hat Narutos Geschichte gedingst. Ganz komplett miterlebt. Wenn wir nicht reden. Außerdem wird sie es verstehen. Denn sie gehört nicht zu den Bösen. Du vertraust ihr also? Ja, wir sind Freunde. Jawohl! Dann geh. Jawohl! Das Kind ist stark. Sehr gut! Und damit haben wir Kapitel 4, Ninjas, die von der Erinnerung geplagt werden, abgeschlossen. Das letzte Kapitel, Duell bei Mondlicht, freigeschaltet. Du kannst nun die neue Episode Fußstapfen und Klammern spielen. Okay, das machen wir aber im nächsten Part. Ich würde sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oh Gott, ich schlag mein Mikro weg. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Part fandet, was die beste Stelle für euch war. Und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dann und ciao, euer Firelexer. Haut rein. Ciao.